Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Urago. Und diese Therapie ist, na, was für eine Überraschung, kostenlos. Genau, wir versuchen hier mal weiter, die Herstellungskomponenten Sachen einzusammeln oder fertig zu kriegen. Und fliegen hier ein bisschen mal nach oben. So. Da fehlt noch der Motor. So. Motor. Und hier geht es dann weiter. Und hier fehlt noch einiges. So. Apropos einiges. Wir werden mal gucken, noch mal wieder ein bisschen Eisen rankriegen hier. Da haben wir ja auch mal ein gewisses Defizit. Das liegt aber in der Natur der Dinge. Und zwar, Eisen ist hier ein Grundbaustein für Stahl und von dem braucht man natürlich für hohe strukturelle, jedenfalls für große Objekte, braucht man nur mal viel Stahl und da kriegen wir leider nur über Eisen. So, aber so langsam nimmt ja das alles Form an hier. So, wenn wir das Drillschiff haben, werden wir dann erstmal ordentlich Eisen ranfräsen. Dann haben wir da auch mal einen gewissen Vorrat und dann gucken wir, was wir sonst so an Items hier finden. So, mal die Motoren. Motoren hier rein, das da rein und das da rein. So, dann können wir gleich den nächsten Stack mit Fertigungskomponenten. Dann lassen wir da ein bisschen Eisenplatten fertigen, Stahlplatten fertigen, weil da werden wir einiges brauchen. Und dann können wir hier mal kurz hier hingehen. Oh, da war ein bisschen schwungvoll hier. Da hat man die Gravitation noch nicht aus. So. Aber die Motoren hast du jetzt aber genug. So. So, dann schweißen wir. Sieht das geil aus, wenn Sachen fertig werden. Also ich bin begeistert. So, auch das ist fertig. Eine heilige Scheiße. Da machen wir das nächste Mal. Jetzt gehen wir mal hier bei dem Freund hier ran. So, Stahlplatten und Fertigung. Ja, das sieht ja ganz gut aus. Auf der Ebene können wir anfangen zu arbeiten, denke ich mal. Ja, was haben wir noch so im Inventar drinne? Kleinkram. Da versuchen wir den Kleinkram erstmal irgendwie sinnvoll in dem Rest hier zu vertüdeln. Oh. Ja, verschweift man das mal so weiter. Gucken wir mal. Wenn wir schon das Zeug dabei haben, ja, dafür sorgen, dass das Zeug auch immer da landet, wo es hin soll. Okay. Oh ja, mein Driller ist schon so richtig schön voll mit Stahlplatten. Da können wir die aber ausschweißen. Und schon ist der Freund ja fast fertig. Hier noch jemand. Alles klar. Stahlplatten scheint jetzt da auch ein sehr interessantes Thema zu sein. Apropos Orientierung, muss ich mal gucken, wo es hier weitergeht. Wir brauchen da noch Herstellungskomponenten. 40 Stück. Und hier ein paar. Alles klar. Na, hoch mit dir. Ah, haben wir hier oben fest. Nennt sich Decke, da bleibt man dran hängen. Apropos Decke, fällt mir gerade ein, wer das Gefühl hat, ihm fällt manchmal die Decke auf den Kopf, hätte ich einen schicken Tipp. Ich bin ja hier nicht nur in dem PC-Gaming-Bereich unterwegs, sondern ich bin auch draußen mal unterwegs. Und zwar in dem Bereich, Augmented Reality-Spiele. Das sieht auch schon schick aus. Da habe ich ein Steckenpferd. Darüber möchte ich heute gerne mal mit euch ein bisschen reden. Und zwar, ich spiele Ingress. Genau. Ingress, das, wie soll ich es erklären? Eine Mischung aus Capture the Flag und Geocaching. Das Spiel für draußen und so. Da kommt man mal nach draußen. Komplett neue Experience für Spieler. Draußen und spielen. Kann ich nur empfehlen. Muss jeder mal ausprobiert haben. Kurz zum Storytelling, zur Story. Es geht mehr darum, es gibt in unserer Welt Dinge, die wir so nicht sehen. Und zwar, das in dem Fall sind das Portale. Und zwar, diese Portale wurden von einem Wissenschaftsteam entdeckt. Und daraus fällt eine Masse, die nennt sich Exotic Matter. Genau. Nun ist die Frage, was macht man mit dieser Erkenntnis Exotic Matter? Da haben sich dann nämlich zwei Lager gespalten. Und zwar Enlightening. Und die Resistance. So, Lightning sagen, Exotic Matter ist super, da sollte man mehr draus machen, das sollten wir nutzen und versuchen das auf diese Art und Weise dann auch für die Menschen
nutzbar zu machen. So, die Resistance denkt, ganz gefährliches Zeugs, nee, lass mal lieber Finger weg. So, damit haben wir zwei Fraktionen, haben versteckte Portale, aus denen das Exotic Matter herauskommt, und zwei Fraktionen, die eine Meinungsverschiedenheit haben. So, ist schon mal super Setting. So, wie jetzt weiter? Die Wissenschaftler haben einen Scanner erfunden, und mit dem er Exot die Portale sichtbar machen kann und dergleichen. So, jetzt kommt der Spieler nämlich ins Spiel. Und zwar läuft das Ganze so, das ist eine App für iOS und Android. Für iOS war noch nicht ganz so lange, für Android schon länger. Mit dieser App hat man einen Scanner und macht sich für seine Fraktion, entweder in Lightning oder halt Resistance, auf den Weg und sucht diese Portale. Hat man diese Portale gefunden, kann man sie für seine Fraktion in Besitz nehmen, mit dem man sie mit Hilfe von Resonatoren, 8 Stück, in alle 8 Richtungen versehen tut. Und dann gehört das Portal deiner Fraktion. So, das Problem an der ganzen Geschichte ist der, um dies zu tun, muss man an 35 Meter an das Portal ran. Das Portal besteht im Endeffekt im Großen und Ganzen nur aus einer Geoposition, die einem sagt, ja, da ist es. So ungefähr. Also, fassen wir zusammen. Wir haben zwei Fraktionen. Wir müssen nach draußen gehen. Wir müssen Portale suchen. So, da fangen wir nämlich an. Schnappen unser Handy, ihr Smartphone, gehen nach draußen und suchen die Portale. Finden diese, besetzen die für unsere Fraktion. Und können dann weiter mit der interagieren. So, dazu kommt dazu, dass man das ganze Setzen von Resonatoren nur unter bestimmten Bedingungen machen kann. Was dazu führt, dass man früher oder später mit anderen Leuten zusammenspielen muss. Genau. Schon entsteht eine riesen Community, die weltweit in jeder Stadt findet man Leute von seiner Fraktion. Und dann ist das super, da kann man mit diesen Leuten zusammen das spielen. Jetzt haben wir kurz einen Lag wieder, die Framerate geht kurz mal frühstücken. So, da ist nichts mehr zu holen. So, also. Man rennt durch die Gegend, sucht die Portale, nimmt die Portale für seine Fraktion halt ein. Und die Portale haben ein bestimmtes Level, das habe ich ja vergessen zu erwähnen. Und dieses Level hängt von den Level der Resonatoren ab. Das höchste Level, was so ein Portal haben kann, ist Level 8. Um das zu erreichen, müssen 8 Level 8 Spieler da sein. Genau, wir haben Spieler mit Leveln. Das heißt Leveling. Und genau das ist das Spannende. Man muss sich hochleveln, um Level 8 zu bekommen und dann richtig loslegen. So, also mal viel draußen unterwegs, lernt seine Stadt kennen und der weiter. So, die Portale kann man nämlich so auch hacken, heißt das in der Spieljargon. Dort kriegt man die ganzen Items her, die man normalerweise so spielen braucht. Und zwar besagte Resonatoren, um Sachen einzunehmen. Dann haben wir XMP-Burster. Die sind dafür da, die Resonatoren der Gegenfraktion wieder zu zerstören und damit das Portal den Jungs abzunehmen. So. Und das heißt viel hacken, gegnerische Portale einnehmen und dergleichen. So, klingt jetzt noch nicht so evil spannend, aber da kommt noch was dazu. Die Portale lassen ab und zu Portalschlüssel fallen. Mithilfe dieser Portalschlüssel kann man zwei Portale verbinden. So, hat man drei Portale miteinander verbunden, bildet sich ein Dreieck, ein sogenanntes Field. Und das ist das, was einem die Punkte liefert der eigenen Fraktion. Und das geht weltweit. Und in Riesengrößen. Man kann zwar so ein Feld über seinen Vorgarten spannen, aber man kann so ein Feld auch über ganz Europa spannen. Interaktion mit Spielern anderen Städten, Ländern zusammen, um Riesenaktionen zu machen. Also es ist ein spannendes Spiel mit viel Community, viel Zusammenarbeit. Es gibt Einladungen zu Events, alles Mögliche. Und man ist viel draußen unterwegs. Kann ich nur empfehlen, Ingress. Den Link dazu würde ich ja gerne mal unten in die Videobeschreibung packen. Mich würde ja mal interessieren, ob wir auch hier Ingress-Spieler dabei haben. Ich selber bin in Lightning. Ich jetzt weiß, jetzt kommen die Hälfte über die Abos. Nein, ich bin in Lightning Spieler und Level 10 aktuell. Und bin fleißig dabei, auf Level 8, Level 9 zuzugehen. Das ist bei dem einen die Problem. Bis Level 8 läuft alles über XP sozusagen, könnte man sagen. Ab Level 8 geht es aber dann noch mit Badges zu. Es gibt nicht sogenannte Badges, Aufgaben, Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um eine gewissen Levelaufstieg zu haben, und da sind dann knackige Sachen dabei. Zum Beispiel hatte ich ja erwähnt, die Felder bauen. Da kann man dann die Felder bauen. Ich muss jetzt aktuell 2000 Felder bauen, damit ich den Badge in Gold bekomme.
weil mir fehlt noch ein Goldbadge als solches, um aufzusteigen auf Level 11. Genau. Spannende Geschichte, also mich würde mal freuen, was haltet ihr von Ingress hin? Wer hat dazu Bock bekommen, bei Ingress zu spielen? Oder wer spielt es sogar? Würde mich mal interessieren, was ihr sonst noch so treibt. Ingress ist sozusagen mein zweites Hobby mit. Momentan leider durch die Erkältung ein bisschen weniger, weil ist doof. Außerdem, das Ingress ist auch der Grund für die Erkältung. Das heißt, wenn man draußen rumrennt. Weil das Zeug, die Portale sind im Einzelfall bloß 5 Minuten auseinander entfernt. Manchmal aber mehr. So, manchmal muss man auch Felder setzen, wo man ohne Auto nichts mehr ist. Also, das ist eine spannende Sache. Wie gesagt, eure Erfahrung mit Ingress, davon schon mal was davon gehört oder nicht, schreibt es mal rein. Und wer hätte Bock, es mal auszuprobieren, das ist auch super, würde mich auch freuen. Weil neue Spieler sind immer gern gesehen. Oh, warum haben wir das Inventar voll? Ja, weil wir so einen Quatsch dabei haben. So, apropos Quatsch, dann gehen wir mal hier oben. Genau. Wir haben das grundlegende Transportsystem fertig. Müssen wir nur noch den ersten Driller fertig kriegen. Da fehlen auch nicht mehr so viel. Wird bestimmt lustig. Apropos lustig, wir suchen eine Raffinerie. Für Eisen. Was wir auch mal tun sollten, wäre mal folgendes. Wir brauchen mal einen Terminal. Hallo, Terminal. Bora. Die müssen wir mal zusammenfassen. Und zwar ist das Bora. Und zwar Schiff 3073. Tja, ihr hattet ja keinen Namen für das Schiff, also bleibt es bei Schiff Nummer 373. So, da haben wir die nicht zusammengefasst. Das werden wir den brauchen, damit wir die besser steuern können. Kann ich euch auch mal gleich zeigen. Habe ich noch was dabei? Nein. Ich sammle noch mal ein bisschen Eisen ein. Dann gehen wir mal kurz in das Schiff rein. Da zeige ich euch mal, warum ich jetzt diese Dinger gruppiert habe. So, Dankeschön. So. So. Her damit. Sonst nichts mehr da. Gut, das heißt, wir werden weiter ein bisschen dran arbeiten, dass ein bisschen mehr dazu kommt. So, und da ist auch noch ein Pöppel hin. Nehmen natürlich alles mit. Ja, komm her, du. Okay. Haben wir ein bisschen Platz, haben wir ja noch. Da gehen wir hier weiter rein hier. Ich freue mich schon, wenn die Zeit des mühsamen Eisenkratzen vorbei ist. Wenn wir das mit einem Drillschiff übernehmen können. Was aber im ersten Moment nur ein Provisorium ist, aber besser ist nichts, würde ich sagen. Und die großen Drills machen schon ordentlich Rabatz. So. Ich will mal sehen, ob wir da einen fertig kriegen. Okay, reiner mit dir, Eisen. Hallo, Raffinerie. Dankeschön, Raffinerie. So, Fertigung. Wir sind hier, brauchen die Herstellungskomponenten. Dankeschön. Das dürfte reichen. Damit kriegen wir wahrscheinlich den ersten Driller fertig. Oder er uns, je nachdem, was er ausgeht. Tata, der erste Driller ist fertig. Wir werden noch weiter nach oben gehen. So, fertig. Das geht doch relativ fix, überraschenderweise. Da brauchen wir auch noch ein paar, aber nicht so viele. Aber erstmal brauchen wir wieder Energie. Rein hier. Und da. So, dann tacken wir das auf. Während der Zeit zeige ich euch, warum ich die Driller gruppiert habe. Dann gehen wir nicht auf Gruppen. Dann kann ich hier die Werkzeuge. Hier haben wir einmal die Werkzeuge. Solches und... dann wechseln wir nochmal hier rüber auf die zweite Schei. Genau, was haben wir denn hier gehabt? Egal. So, Gruppe, ich möchte dann gerne die hier haben. Und zwar Block an- und ausschalten. Ist ja auch nicht so schlimm, dass man mal einen Block an- und ausschalten kann. Aber das war eine falsche An- und Aus, habe ich für die gekriegt. Und dann. So.
Gehen wir nämlich hier zurück. Das können wir mal das Ganze mal ein bisschen anschauen uns. Oh, wie können wir uns hier gerade nicht hier wirklich bewegen? Ah ja. Siehst du, da läuft schon der erste Driller. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Können wir ja schon fast losarbeiten. Okay, energietechnisch sind wir wieder voll. Haben wir noch was in der Tasche? Nein, haben wir nicht. Gehen wir nach hinten, sammeln wir mal, gucken, ob wir weiter Herstellungskomponenten ein. Das haben wir gesehen, ist ja das A und das O. Müssen wir mal schauen, dass wir dann weitere Komponenten ja auch fertig kriegen. Zum Beispiel diese hier. Das sieht ja ganz gut aus. Was fehlt dir für den Freund hier noch eigentlich? Da fehlt eigentlich Stahlrohr-Großplatten. Alles klar. Stahlrohre groß und klein. Habe ich da nicht noch welche gehabt eigentlich? Da gehen wir ja kurz rein. Sagen wir mal Stahl. Ah, da haben wir noch ein paar gehabt, genau. Ah, das sind Träger. Alles Klärchen. So, weiter gucken wir mal nach den Herstellungskomponenten. Super. Hier geht es hier mal rum. Ich will einmal das hier oben fertig haben. Wir gehen einfach so rund rum. Das wird spannend. Als solches. Und dann. Ja, was soll's. Müssen eh alle machen. Also ist das hier der nächste. Alles klar, dann haben wir den auch versorgt. Hier drüben, was braucht das Teil noch? Eigentlich auch alles. Kleine Stahlrohre. Über. Und Panzerglas. Ein Panzerglas haben wir noch da, das weiß ich. Kleine Rohre glaube nicht. So. Dann gehen wir hier mal noch ein bisschen was einsammeln. Inventory. Genau, Inventory full. Wahrscheinlich, weil wir die Stahlrohre noch dabei haben. Ja, genau. Und runter hier. Und gelandet. Genau, jetzt sind wir auch gelandet. Hier rein. Wenn wir eher am Laden wollen, können wir gleich zu dem Großen gehen. Genau, dann geht das nämlich einfacher. Jetzt suchen wir unsere Raffinerie. Ja, die da. Produktion. Wir brauchen keine Träger, sondern kleine Stahlrohre. Mal gucken, wir haben mal 50. Machen wir hier mal 50 Stück. Da haben wir noch mal ein paar Stahlplatten, damit wir die auch noch fertig kriegen. Warten wir das kurz mal ab. Obwohl, brauchen wir nicht warten. Das geht eh ruckzuck, das. Wollen wir das mit, was wir ja schon da haben. Fertigung. So. Auf geht's. Ja, jetzt hier. Genau. Was wir natürlich verpennt haben, ist, eigentlich wollten wir ja Panzerglas mitnehmen. Und zwar für ihn hier. So, wenigstens das ist erledigt. Panzerglas holen wir gleich. Gucken wir mal, was hier unten bei dem noch fehlt. Auch nochmal Stahlrohre. Okay, einmal Stahlrohre ein bisschen und dann ein bisschen Panzerglas. So, aber wenn wir hier schon bei der Ecke sind, müssen wir auf jeden Fall hier hin und Eisen einsammeln. Weil wenn das ausgeht, dann dauert das alles noch länger. Okay, mit dem Krümelchen hier. Okay, die schöne, paar schöne große Brocken hier. War es das schon? Ja, immer noch Krümel. Der Krümel kann auch manchmal entscheidend sein dann. So, raus mit den Kanten hier. So. Sammeln wir mal das ein. Ja, Inventory voll. Geht zurück zu unserem Schiff. Da werden wir nochmal reinschauen in die Fertigung. Und dann sagt mein Timer nicht schon langsam, spute dich die Zeit bald rum. Da hat der Gute leider recht. So, Produktion, ne. Fertigung, gehen wir nochmal hier kurz rein. Alles klar. Das möchte ich gerne noch fertig machen. Gehen wir in den Großcontainer hier rein. Und zwar Panzerglas. Das nehmen wir noch schnell mit. Dann haben wir nochmal schönen Abschluss für die Folge. Da haben wir da noch ein bisschen Grille losgeworden. Dann gehen wir erstmal hier rüber. An der Ecke hier. Da haben wir das Panzerglas drin jetzt. Kleine Stahlrohre.
So, der ist auch so gut mit damit bedient. So, Stahlplatten haben wir jetzt ja wahrscheinlich auch überall genug drinne. Ja, hier fehlt noch ein bisschen Eisler. Also, wissen wir, was als nächstes ansteht. Stahlplatten und Herstellungskomponenten, die müssen wir produzieren. Dann haben wir den Drillekopf weit fertig und dann haben wir kein Problem mehr mit Eisen. Weil da werden wir das Ding erstmal ein bisschen testen. Es ist nicht besonders schön, das ist mir auch klar. Es wird auch nicht besonders effizient sein. Aber es heißt, wir müssen lieber selber ran. Das ist das Entscheidende. So. Also. Steht klar, was als nächstes ankommt. Ich hoffe mal, ihr hattet Spaß. Ich hoffe mal, ihr habt auch Lust und Spaß gefunden, an Ingress gefunden, das mal auszuprobieren. Ach ja, findet man im Play Store und im App Store. Ingress, Link dazu werde ich vielleicht unten nochmal in die Videobeschreibung reinmachen. Was heißt, vielleicht ich werde jetzt einfach hoffen, dass ich dran denke und sie reinmache. So, das war's dann jetzt auch von mir. Ich hoffe mal, ihr hattet dann Spaß, weil jetzt kommt nur noch das hier. Das Ding hier hinten am Ende heißt Endcard und diese Endcard bringt euch diesmal Let's Play XCOM Anywhere Unknown. Da sind wir unterwegs gewesen, gegen die Aliens und die Erde vor der Alien-Bedrohung zu schützen. So, klingt spannend, war auch spannend und hat unseren Spaß gehabt. Ich hoffe mal, ihr werdet auch Spaß haben, wenn ihr euch das nochmal anschaut. So, sonst haben wir noch den YouTube-Button, der bringt euch zurück zum Kanal, so wie der ganze Social-Media-Kram, Google+, Facebook, Twitter. Überall spannend, denn da bin ich überall zu Hause. Links dazu auch nochmal unten in der Videobeschreibung. So, das war jetzt viel geredet, jetzt möchte ich ein bisschen was lesen und zwar von euch. Nette Kommentare, Daumen nach oben, denn ich bin MacVurago und sag Servus und Ade.